herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Biberach im Stadion. Herzlich willkommen an unserem Heimspieltag. Das letzte Saisonspiel zu Hause heute gegen die Fellbach Warriors. Sie haben sie schon gesehen. Die sind gerade rechts an uns vorbeigelaufen. Die Warriors sind ein bisschen spät angekommen. Die standen am Eichelberg im Stau. Aber nichtsdestotrotz, wir werden heute pünktlich anfangen. Es freut mich ganz besonders, dass ich heute schon ein paar Gesichter gesehen habe, unter anderem, die meisten kennen ihn, da unten steht er, der Markus Schmitz. Markus, hi. Danke, dass du da bist, danke, dass du uns so klasse unterstützt. Dann einer deiner engsten Freunde haben wir halt auch schon gesehen, von der Firma Schlegel. Ich weiß bloß nicht, wo er gerade sitzt, aber ich habe ihn schon auch gesehen. Auch da herzlich willkommen und vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ihr irgendjemanden übersehen habt, der uns auch unterstützt, fühlt euch gedrückt. Es ist wahnsinnig viel wert, so viele tolle Sponsoren an der Seite zu haben, die uns das alles hier möglich machen. Ich darf mich heute auch vorneweg schon mal bedanken bei einem guten Freund von mir, beim Stefan Hirte von der Firma SH Konzerts, der uns das traumhafte Scoreboard heute wieder hier reingestellt hat. Es ist nicht selbstverständlich, wir müssen dafür Gott sei Dank nichts zahlen. Er stellt uns das unentgeltlich zur Verfügung, er hat es das Wochenende nicht vermietet und er sagt, ja, bevor es bei mir rumsteht, benutzt es. Und dafür auch von uns ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir so klasse Unterstützer haben. Dann haben wir natürlich, vielen Dank, und das ist mir heute ein ganz, ganz großes Anliegen, viele wahnsinnig tolle Helfer, die sich um alles kümmern, was ihr hier zum Trinken bekommt, was hier aufgebaut wird, was um das ganze Team drumherum passiert, um die Jugend, um die Cheerleader. Das sind jeden Spieltag andere Helfer, die dabei sind. Es sind viele immer da und es gibt auch im Team ganz, ganz viele Helfer, die wirklich immer am Start sind. Der Klausi, der hat gerade schon den Arm aufgestreckt, du bist immer da. Der Wolfi nicht. Der hat es aber gar nicht gehört gerade. Nein, der Wolfi hat einen guten Grund, warum er nicht immer da war. Das ist aber okay. Wolfi, auch an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Jetzt von der ganzen Tribüne zur bestandenen Abschlussprüfung. Dann haben wir, wie schon angekündigt, Jugend. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen gefeiert. Die Kids, die sind heute auch da. Wer vorhin bei mir an der Eintrittskasse oben war, der hat es schon gehört, es gibt heute keinen Halbzeitkick, weil wir unsere U13 feiern werden. Feiern dafür, dass sie ihren Vizemeistertitel geholt haben. Und jetzt startet der Albi bei mir. Das hat einen Grund, warum er da steht. Albi, du bleibst schon mal da. Doch? Wolle? Wolle, dreh dich mal rum. Du kommst jetzt gleich. Ja. Wolle, komm mal runter. Du das wieder. Du das wieder. Der Wolle kommt jetzt runter. Das ist einfach, das ist so schön. Ja, halt ihm sagen. Der Wolle, ihr kennt ihn alle, das ist unsere treueste Seele, der uns mit Süßigkeiten und mit Snacks versorgt, der ist immer da. Und der Albi, der hat auch Geburtstag gehabt vergangene Woche, der hat vorher einen Wunsch geäußert. Und wir freuen uns, dass der Wunsch heute von ihm war, dass du mit der großen Fahne mit einläufst. Darfst du dich gleich unten bereit machen, wenn es nachher losgeht, du läufst voraus. Dann, wer schon mal Interesse gehabt hat oder wer auch Football spielt, auch nicht unbedingt bei uns, wir veranstalten Mitte August hier im Stadion ein Wide Receiver Camp. Unser Mitcoach, der Gene, der wird das Ganze begleiten, anleiten. Wer da Interesse hat, ihr findet auf Facebook, Instagram, findet ihr alle Infos. Und wer da Bock hat, darf hier vorbeikommen für
ja, um die Skills noch mal ein bisschen zu verbessern, um es zu optimieren und vielleicht auch um grundlegende Themen zu lernen. Ja, von meiner Seite aus war es das erst einmal. Jetzt haben wir heute keine Wechsel in der Sprecherkabine. Wolfi und Klaus, ihr zwei zieht es heute durch. Gibt heute keine Pause. Wir wechseln heute kein zweiter Sprecher aus. Es war letzte Woche ganz cool. Heute haben wir wieder unsere Stammbesetzung da. Und für alle, die noch nicht in den Urlaub gefahren sind und heute hier sind, vielen Dank, viel Spaß, bis später. Ein herzliches Willkommen aus der Sprecherkabine. Letztes Heimspiel. Wir sind so, schon leicht melancholisch heute, Klaus und ich. Die Saison geht immer schneller rum, wie man Bab sagen kann. Leider Gottes, aber was will man machen? Ein Gegner ist ja nicht angereist. Danke nochmal für nichts an die Longhorns. Und wir legen los. Draußen stehen sie schon. Unsere Cheerleader sind teilweise auf dem Pickup schon drauf. Die Motoren, ja, hört man auch schon Knarre, oder? DJ, Musik für die US-Cars am Start. Sauber. Dann freuen wir uns erstmal auf unsere US-Cars, wie immer. Und schauen, was heute alles am Start ist. Also wollen wir sie reinlassen? Auf einen tosenden Applaus für unsere US-Cars. Hallo? Andi, hörst du mich? Hallo Lars. Klaus, du darfst mir jetzt sagen, was für eine Marke? Hallo. Jetzt? Okay. Du darfst mir jetzt sagen, was für eine Automarke das gelbe Auto ist? Ein Dodge, oder? Nö. Ich weiß es selber nicht. Also gut. Und das sind unsere Cheers auf Dodge Ram. Auf dem Pickup, genau. Gerade vorhin habe ich zum Klaus gesagt, bald haben wir mehr Cheerleader als Footballspieler in der Abteilung American Football und Cheerleading. Ja, und dann benennen wir uns um. Ja, Cheerleading and American Football. Ja, und dann genau. Waren wir zwei Abteilungsleiter. Ah ja, klar. So machen wir das. Die Sprecherkabine grüßt Lars Fieger. Nochmal zwei Pickups mit Cheers. Brutal. Chevrolet.
und nochmal ein Dodge. Hochziehen. Also, das ist auf jeden Fall ein Mustang, das sehe ich. Ohne Brille. Ja. Ob sie alle über die Stromleitung drüber kommen? Hab. Also ihr dürft ruhig auch mal einen großen Applaus loslassen für unsere US-Cars, die hier jedes Heimspiel ihre Runde fahren und am Start sind und genau. Ihr dürft sicherlich auch mal eine Runde mitfahren, wenn ihr lieb drum bittet. Genau, oder einfach mal die Fahrer fragen, ja, wie viel PS hast du denn und erklär mal was über dein Auto, wer da Interesse hat, also gerne runtergehen und die Besitzer, die Eigentümer auch ansprechen. Wolfi, warum gehst du eigentlich runter und fragst mal? Ich interessiere mich halt eher für Football, nicht so für Autos. Okay. Geht mir ganz ähnlich. Ja. Aber alles gut, also jeder hat halt seine Vorlieben, gell? Ist halt so im Leben. Limme. Und übrigens, Klaus, wir sind genau vor 10 Jahren in so einem Dodge Ram auf der Tartanbahn. Auf der Tartanbahn gefahren, also im Dodge Ram. Und da war ein Swimmingpool hinten drauf auf dem Pickup. Stimmt. Ja, da sind sie, unsere Bibis. Bibis und Biberellas. Genau. So, die zweite und die dritte Runde unserer Bibis. Bibis und die Biberellas, die werden jetzt noch kurz absteigen. Und unsere Jüngsten, die Bibis, machen sich dann bereit für die Pre-Game-Show. Test. Aber du bist viel lauter. Ja, wenn du einer an die Vorschriften gegangen bist. So, da stehen sie auf dem Feld bereit, unsere jüngsten Cheerleaders, die Bibis. Erstmal donnernden Applaus bitte. Wunderschön. Und geht's los? Handzeichen bitte oder irgendwas? Jawohl, es kann losgehen. Oh, girls just wanna have fun.
noch Jets rüber. Ja, wir haben, glaube ich, keine technischen Probleme. Die Musik hat irgendwie einen Dachschaden. Ja, Mädels, jetzt müsst ihr halt so tanzen. Ja. Genau. Wir müssen uns einfach die Musik dazu denken. Das Rad sehen wir auch so. Herrliche Performance von dem Mädel in der Mitte. Vor ihrem Tanzauftritt haben die Mädels alle noch schön Lutscher bekommen von unserem Wolle. Herrlich. Jetzt weiß ich, was sie anzogen. Jetzt weiß ich, was sie anzogen. Ja, manchmal hapert es auch an der Technik, aber großartiger Auftritt. Ich habe gerade schon wieder darüber gespiegelt, da war es vorher noch ganz dunkel, jetzt wird es hell. Ganz großen Applaus für unsere Gleichen, für unsere Bivis. Ja, ja. Und jetzt machen wir nochmal einen Auftritt, aber es wird gut. Ja, Mädels, habt ihr prima gemacht. Auch ohne Musik war es schön. So, dann kommen wir jetzt zum Spiel. Wir begrüßen unsere heutigen Gegner recht herzlich, die Fellbach Warriors. Kurze Facts zu den Fellbach Warriors. Fellbach hat ungefähr 50.000 Einwohner und grenzt direkt an Stuttgart und ist ungefähr 140 Kilometer entfernt. Die Fellbach Warriors wurden 2002 gegründet und sind eben seither ein paar Mal auf- und abgestiegen, wie so jedes Team die Erfahrungen macht, so zwischen Landesliga und Regionalliga ein bisschen hin und her gependelt. Derzeit sind sie auf dem dritten Platz und wir sind ja Zweiter, also es geht heute darum, den zweiten Platz zu halten oder zu sichern. Das Hinspiel in Fellbach haben wir erfolgreich bestritten mit 31-13 gewonnen. Letzte Woche haben die Warriors einen riesen Erfolg erzielt und haben als erstes Team in der Liga gegen die Albershausen Crusaders gewinnen können. In Albershausen mit 14-6. Sie sind die zweitbeste Defense der ganzen Liga und haben gerade mal 108 Punkte bisher kassiert. Und ich denke mal, heute kommen mindestens 30 dazu. Was denkst du? Ja, auf jeden Fall. Und wenn es mit dir nicht läuft, dann hole ich mir jemand anderes. Alles gut. Dann nochmal herzlich willkommen und ein faires Spiel an die Fellbach Warriors. So, mit dem Gegner wären wir durch. Ich glaube, wir sind allmählich bereit, unsere eigenen Jungs reinzulassen. Der Timo glänzt noch durch Abwesenheit. Ah, nee, da unten. Man sieht ihn schon, er telefoniert noch. Ich komme gerade in die Nebelmaschine. Ja, die Nebelmaschine mag genauso wie die Musik gerade eben, der Bivis. Bleibt mir noch eine Minute kurz Zeit. Ich wollte herzlich den Lars Fieger begrüßen. Larsi, hallo. Servus, cool. Lars, wir haben uns erst in der Schützenwoche in über 1000 gesehen. Ja. War cool. Der Quarterback meines Herzens. Ja, ich habe ihn live bei der Arbeit gesehen. Ja. Ja. Da kommt jetzt eigentlich unser Maskottchen, oder? Ja. Oder sehe ich das falsch? Winkst du raus, sobald sie aufgepasst ist? Cheerleader ist unser Billy fertig. Ja, normal kommt er schon. Okay. Die Cheerleader hören mich nicht oder wollen mich nicht hören. Ist der Billy fertig? Also wir können da auch loslegen. Ja, aber der Billy steht auf dem Ablaufplan. Also, gut. Dann verreißen wir den halt auch. Scream, scream.
Letztes Heimspiel in der Regionalliga 2023. Wir begrüßen die Biberach-Bibers. Auch ohne Nebelmaschine. Ja, ja, der Wolle darf die Fahne tragen. Er humpelt ins Stadion hinein. Unser treuester Fan, der Wolle, ist bei jedem Auswärtsspiel auch dabei. Hilft immer beim Aufbau, hat Süßigkeiten am Start. Hammer. Ja, manchmal auch Schwarzwurst. Schwarzwurst? Ja, früher hat der Bus Schwarzwurst verteilt. Aber, das weiß ich gar nicht mehr. So, letzte Woche war die Offense dran, heute wieder die Starting Defense. Wir fangen an mit der 25 Defense Tackle Elias Reiber. Der Nose Tackle mit der Nummer 77, Justin Chervy. Mit der 27 Defense End Fabian Restle. Strongside Linebacker, die Nummer 6, unser Michi Burgmeier. Mit der 51 Mittellinebacker Florian Altenschmidt. Mit der Nummer 15 Weakside Linebacker Kevin Hansen-Neal. Mit der 7 Outside Linebacker Christian Petrich. Mit der Nummer 24 Safety und unser Abteilungsleiter Andy Ortlieb. Mit der Nummer 5, Cornerback, Matthias Schewe. Mit der Nummer 29, unser Free Safety, Samuel Peter Fraser. Und last but not least, Cornerback mit der Nummer 2 und auch Head Coach Oscar Vasquez-Dyer. Ja, insgesamt stehen es ungefähr 40 Spieler gegen 32 aus Fellbach. Das war noch nie ein gutes Zeichen, wenn die Gegner mit so wenig angereist sind, oder Wolfi, was meinst du? Ja, noch nie, ist jetzt übertrieben, aber selten, ja. Ja. Selten. Wenige harte Jungs. Aber mit unserem begeisternden Publikum, das werden wir schon schaffen. Heimspiel, Sieg. So, wie immer, die Mannschaften stellen sich auf. Der footballbegeisterte Biberacher Fan wird gleich auffallen. Die Nummer 58 ist heute auf dem Feld. Normalerweise ist das doch die Nummer 36, Wolfi. Was ist da heute los? Ja, unsere 36, Alex Funk, muss heute O-Line spielen, also ja. Offense-Line und vorblocken. Und von daher muss er eine Line-Nummer anhaben zwischen 51 und 79. Genau. Also heute wahrscheinlich kein Lauf-Touchdown durch ihn. Also nochmal unsere drei Team-Captains mit der 65, Fabian Albrecht. Mit der Nummer 51, Team-Captain in der Mitte, Florian Altenschmidt. Und heute die 58, Alex Funk. Ja, jetzt.
Ja, beim Gegner sind es wohl nur zwei Captains. Einmal die Nummer 5, Marcin Gieck, und die Nummer 9, Marvin Kops. Fellbach hat im Münzwurf gewonnen und verschiebt die Wahl auf die zweite Halbzeit. So. Biebrach hat die Wahl in der ersten Halbzeit, wird jetzt den Ball empfangen. Meine Herren. Also, wer die Zeichen gesehen hat vom Schiedsrichter mit der weißen Mütze, Fellbach hat die Wahl gewonnen, hat aber abgelehnt. Das heißt, wir werden den Ball receiven. Auf gut Deutsch, Fellbach wird mit dem Kickoff-Team aufs Feld kommen und wir mit dem Kickoff-Return-Team. Das heißt, wir wären bereit, den ersten Touchdown nach Hause zu tragen. Unsere zwei Returner stehen ganz rechts bereit. Einmal mit der Nummer 29, Samuel Peter Fraser, und mit der Nummer 1, Josh Purdy. Rechts haben sie nur 4 Spieler, links 6 Spieler. Ich schätze, sie kicken nach... Nee. Goal! Ja! Jawohl! Richtig geil bis zur Mittellinie. Geil Return, Samuel Peter Fraser. Schade, dass der letzte Block nicht kam in der Mittellinie, dann wäre er weg gewesen, ja? In der Endzone. Ja. Alles gut, 50 Yards bis zum ersten Touchdown, ich freue mich drauf. Unverständnis, dass er nicht versucht hat, den Ball noch zu fangen. Von hier sah er fangbar aus. Komisch, ja. Aber vielleicht nicht gesehen, oder? We don't know. Kann passieren. Zweiter Versuch an der gleichen Stelle. Warum soll er ihn nicht gesehen haben? Hat ihn die Sonne geblendet? Vielleicht ist der Helm einfach ein bisschen eingeschränkt. Ach so. Schränktes Sichtfeld ein. Eingeschränktes Sichtfeld. So, genau. Also. Ja, schön durchgehopst durch die Mitte, unsere Nummer 4, Michael van der Rijp. Für 8 Jahre Raumgewinn. Pass auf unsere Nummer 26, Noah Meyer. Und die Lollipops drüben wandern. Es fehlen nur noch 26 Yards, bis es klingelt. Ja, der war ein bisschen tief geworfen über die Grasnarbe und daher schwer zu fangen. Aber nicht unfangbar. Nö, unfangbar nicht. Die Hände waren ja drin.
Zweiter Versuch und immer noch die 10 Yards. Schnelle Ballübergabe an unsere Nummer 22, Timo Hetze. Raumgewinn von 3,5 Yards. Und dann hat er den nächsten gefangen. Ja, ich glaube, der braucht den Druck. Ja. Ein Flatterball auf unsere Nummer 3. Jamal Couch. Der Zusatzpunkt war gut. Neuer Spielstand. 7:0 für die Biberer. Danke. Ja, herrlich. So können wir weiterspielen. Ne? Gut 2 Minuten rum. Aber jetzt die Augen bitte auf die Cheerleader. Hopp, zeigt euer Bestes. So, bei uns ist zum ersten Mal das Kickoff-Team auf dem Feld. Wolfi, letzte Woche gab es keinen einzigen Onside-Kick, by the way. Was? Ja, nix, die können auch anders. Left side ready, right side ready und go! Aber wieder ins Aus. Letzte Woche ging auch der eine oder andere ins Aus. Ja, das ist zwar eine Strafe und bringt, glaube ich, 10 Yards dann für einen Gegner, oder? Aber man kann ihn immerhin nicht returnen. Ja, aber vielleicht gibt es ja einen erneuten Kick. Nee. Free Kick im zweiten Aus. Vibra. Also Wolfi, ich werde ein Bier auf meinen erster versuchen, 10 zu gehen auf der eigenen 35-Meter-Linie. Neu nachher. Ja. Flagge. Ja. Warum haben die jetzt trotzdem noch geworfen, obwohl ja schon lange die Flagge da lag, Wolfi? Erklär's mal bitte. Ja, die Strafe geht wahrscheinlich gegen uns und drum wurde das Play weiter ausgeführt, weil wenn die Fellbacher den Ball gefangen hätten, hätte er Spielzug gezählt. Mit der Strafe, Wiederholung des ersten Versuchs. Genau, weil sie ja unsere Strafe ablehnen können. Ja. Oder die Strafe gegen uns. Ja, und jetzt gibt's eben die 10 Yards nach vorne, 5 Yards in dem Fall. Automatisch. Ein versuchter Lauf durch die Mitte, allerdings schnell geblockt von unseren Jungs in Blau-Gelb. Zweiter Versuch, noch 3 Yards zu gehen. Wenn sie es jetzt nochmal schaffen, unsere Jungs ins Abseits zu verladen, dann haben sie automatisch schon ihren ersten neuen Versuch. Defense!
Kurzer Pass auf die Nummer, weiß ich nicht. 18. Genau, wenn du sagst, war die Nummer 18. Jetzt müssen wir bloß noch den Bogen finden. Hier. Wie heißt der Bubele? Domenico Sveres. Nein, nein. Der Junge kam nicht mehr über die Line of Scrimmage, damit auf jeden Fall minimaler Verlust. Zweiter Versuch, 10 Yards zu gehen. Fliegt die Flagge. Ja, da fliegt noch eine Flagge hinterher. Yeah, yeah, yeah. Sehr schön übrigens anzusehen, der Quarterback ist Linkshänder. Ja, war unser Tommy früher auch. Ja, genau, aber ist schon was Besonderes. Ja. Ja. Der dreht sich halt immer zur anderen Seite auf. Der kriegt von der anderen Seite einen Blindside-Hit. Ja. Und die O-Line muss auch darauf achten, dass eben die linke Seite mehr geschützt wird, ja? Wie die rechte, bei einem Rechtshänder. Genau. Ja. Ja. So, jetzt sind wir mal gespannt. 15 Meter Strafe, automatisch, erster Versuch. Ja, demnach war es wohl eine Pass Interference, also abgefangen mit Körperkontakt, also den Ball verteidigt mit Körperkontakt, darf der Kalle halt nicht. Damit zählt der Ball quasi als gefangen. Ja, 15 Yards Strafe halt, ja genau. Schöner Tackle. Sehr schön, tief rausgenommen von unserer Nummer 51, Florian Altenschmidt. Und Oscar war auch dabei. Team Tackle. Timeout. Timeout für die Fellbach Warriors. Wolfi, sollen wir die Gunst der Stunde nutzen? Ja. Nö. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren. EMB Elektromaschinenbau GmbH. Firma Gegenbauer Service GmbH. Georg Schlegel GmbH und Co. KG. Die Kreissparkasse Biberach. Kolesch Textilhandels GmbH. Bautbrauerei in Ehingen-Borg. Funk Bowling, Karl Funk GmbH und Co. KG. Textilservice Liebhaupt. Das Clever Fit in Barthausen. Firma Böhringer Ingelheim. SH Concerts. Das Jordanbad. Papa La Papp Factory. Doc A Sports. Transbeton GmbH und Co. KG. La Bodega. Die Schützendirektion des Schützenfests. Physiotherapie Christian Donner. Die 5 Linden Apotheke. BKK-Verbund Plus und Rechtsanwalt Horst Schumselenzi mit Gattin sowie Getränke Hausmann. Vielen Dank. Lieben Dank. Die sichtbare Game Clock bitte auf 7 Minuten 33 korrigieren. 7, 3, 3. Ich glaube, der ist kurz vor dem First Down noch rausgedrängt worden. Ja, genau, der Schiedsrichter zeigt es an. Die zwei Jungs, die die Pylonen halten, sind auch zur Seite gesprungen. Das wird denen auch gesagt vor dem Spiel, wenn ein Spieler in eure Richtung rennt, geht weg, lasst den Pylon fallen. Ja. Und versucht nicht, den Gegner zu tackeln. Ja, genau. Ja, schön.
Herrlicher Tackle im Backfield mit Raumverlust. Der erneute Versuch, einen Toss-Spielzug über die linke Seite. Aber dieses Mal wurde die Contain gehalten von unserem End und damit deutlicher Raumverlust und bereits der vierte Versuch und 8 Yards zu gehen. Contain war früher immer unser Problem. Ja, wenn du dem einen oder anderen Trainer glauben darfst. Oh, aber die Jungs spielen aus. Ausseits. Jetzt dürft ihr richtig laut sein. Zellstadt, Fellbach, Nummer 56, 5 Meter Strafe. Es bleibt beim vierten Versuch. Ja, jetzt war der O-Liner zu geil, der wollte sich zu früh bewegen, damit wieder 5 Yards Strafe. Jetzt sind es halt direkt 13 Yards zu gehen. Sie werden immer noch nicht panten. Mutige Entscheidung. Auf geht's, macht Lärm. Eine unfassbare Verteidigungsleistung. Ironie aus. Also Respekt für diese Verteidigungsleistung. Ja, krasses Ding. Die Jungs haben einen Touchdown gemacht. Der Zusatzpunkt war auch okay. Hält uns nicht davon ab zu feiern. Wir haben einen neuen Spielstand von 7-7 für die Biberach. Danke! Ja, das passt schon. Ich meine, solange wir nicht hinten liegen, alles okay. Und ich sag mal so, wir wussten, dass die Gegner stark sind nach dem Spiel letzte Woche in Albershausen, wo sie gewonnen haben. Ja, ja, aber wenn sie solche Dinge noch öfters fangen dürfen, dann verlieren wir heute zu 7. Kann sein, ja. So, und? Go! Erstmal raus aus der Teamzone. Ja! Wieder! Mega geiler Return! Herrlich! Zuerst den Ball noch hinten, fast vom Field Goal gepflückt noch, weil er hinten rausgerollt ist fast und dann noch so weit gekommen ist. Echt respektable Leistung. Nummer 29, Samuel Peter Fraser. Ja, was wäre denn gewesen, wenn der Ball hinten in der Endzone liegen geblieben wäre? Freier Ball, wenn er den Fellbacher sichert, Touchdown. Wären dann 2 Punkte Touchdown gewesen. Ja. Nee, nicht 2 Punkte, Touchdown. Wenn sie ihn legen, wenn wir rot machen, ja. Ein Quarterback-Sack. 2 Spieler aus Fellbach umarmen unseren Mikey. Ärgerlich, ordentlich Raumverlust. Ja, ich habe es vor dem Spiel noch gesagt, bei der Vorstellung vom Gegner, die haben eine mega starke Defense. Und das sehen wir jetzt halt gerade auch wieder. Ja, da müssen wir gucken, dass wir den Ball schneller loskriegen. Aber es ist natürlich sehr, sehr einfach gesagt. Die Receiver müssen ja auch erstmal frei sein. Schön,
Schöner Lauf, aber da hinten liegt ein Taschentuch auf dem Boden. Wahrscheinlich Holding, ja. Irgendjemand zeigt an, es geht gegen Fellbach, aber nee, ich denke nicht, der Schiedsrichter spricht mit Fellbach, dann geht's gegen uns. Achtung, bitte auf die Seite. Halten, die Brach Nummer 79, 10 Meter Strafe, Wiederholung des zweiten Versuchs. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Ja, schade. Holding wäre ein toller Lauf gewesen von unserem Mike. Damit nochmal 10 Yards weiter nach rechts. Wow, wiederum ein Megapass auf unsere 26, Noah Meyer. Und ich bin entzückt, wie viele Cheerleader unten stehen. Wir haben inzwischen genauso viele Cheerleader wie Spieler auf dem Roster. Hammer. Zumindest von der Beaverettes. Dazu kommen ja noch die Beaverellas und ja, die Beavies. Dann sind, ja gut, das sind ja die Alten und Mittleren. Ja, ja. Also gut. Aber mit den Kleinen sind es mehr. Stimmt, ja. So. Timeout für die Biberach Beavers. Ah jo, gibt es eigentlich heute eine Aftergame-Party oder? Ich weiß von nichts. Timo? Wo steckt der Timo? Der 100 beim Laser. Ja, und? Nö. Was? Also. Ja, Wolfi, du warst letzte Woche schon nicht da. Es waren alle so enttäuscht. Und dann gesagt, wenn der Wolfi mitfeiert, ja, dann müssen wir das auf nächstes Jahr verschieben. Ja, okay. Also gut. Also, dann machen wir es so. Aber wir laden natürlich alle ein, nachher mit der Mannschaft drüber ein Bierle zum Trinken. Auch mit dem Wolfi, mit dem Klausi. Juhu. Vielleicht auch zwei, drei, wenn sie, ich weiß ja nicht. Na, der Wolfi und ich, wir gehen heute erst noch duschen. Lars, gehst du mit? Oh. Ich hab für alle, das riecht nach nackte 400. Nein, nicht. Ich hab auf gar keinen Fall. Ich habe noch einen interessanten Zwischenstand zu vermelden. Freiburg führt 21-7 gegen Albershausen im zweiten Quarter. Das ist überraschend. Ja, leck. Krass. Albershausen strauchelt auf der Zielgeraden. Ja, aber die müssten nochmal zweimal verlieren und ja. Hm. Haben nur noch ein Spiel, glaube ich. Genau, wahrscheinlich, ja. Der eine zu klein, der andere zu weit gelaufen. Gut. Damit vierter Versuch. Und verletzt. So wie es ausschaut. Der ist nicht verletzt. Hat sich halt ein bisschen... Ich schätze, er hat Seitenstechen. Ein bisschen wehgetan. Ja. Jo. Klaus, erzähl einen Witz oder einen Schwank. Ja, was soll ich groß erzählen? Die Witze, die mir gerade einfallen, die darf ich hier nicht erzählen. Also, ja. Ich kann ja die Frage stellen und dir danach sagen, was die Antwort ist. Also, ja. Was ist der Unterschied zwischen Männlein und Weiblein? Tja, das kann ich jetzt auch nicht so laut sagen, meine Antwort. Okay, war witzig, aber leider nicht für die Öffentlichkeit. Also, ein Applaus, unser ja. Spieler steht wieder. Klausi. Er läuft alleine vom Feld. Alles gut. Wir werden ihn nachher noch sehen. Er wird noch einen geilen Touchdown liefern, ich bin mir sicher. Der Philipp will wieder mitkommentieren, hat er gerade gesagt. Der Philipp muss erst mal gucken, dass er seine ganzen Schützen-Eskapaden verdauen kann da unten noch. Die
die Reaktion, hoppala, also, soll ich ausrichten. Die Bilder, die Augen wieder aufs Feld, wir sind bereit zum Panten. Go! Eieiei. Und ins Aus. Hoi. Da hat nicht viel gefehlt, dann wäre der Panther auf dem Boden gelegen, ja. Ist es eigentlich okay, wenn man den Panther berührt, nachdem er den Ball weggeschossen hat? Nee. Das ist nicht okay. Ja, gibt 15 Yards Strafe. Genauso wie beim Kicker und beim Quarterback. Ja. So, und damit echt nur noch 45 Yards jetzt wieder für die Fellbacher. Ein relativ kurzer Drive steht uns bevor. Müssen wir sie ganz, ganz schnell stoppen mit eurer Hilfe. Defense! Ja, der Junge aus Fellbach hat sich nochmal rausgedreht, war eigentlich schon getackelt, läuft dann doch nochmal nach rechts raus. Aber trotzdem nur 3-4 Yards Raumgewinn. So darf es nicht weitergehen, wir müssen mal stoppen. Noch schön nach vorne gehüpft, wieder die Nummer 18 aus Fellbach, aber die Arme zu kurz. Oder zu langsam gerannt. Ja, und insgesamt möchte ich behaupten, dieser Pass war... Danke. Nee, auch dieser Pass war. Danke. Und damit haben wir den vierten Versuch. Gerade vorhin haben sie aus der Position quasi den Touchdown gemacht. Mal gespannt, laufen sie das Ding wieder zu Ende? Ah ja, aus der Position ist es ein bisschen übertrieben. Es war vorher 20 Yards wieder vorne. Oder 15. Boah. Aber ja, die gehen davor. Aber sie gehen wieder den vierten. Dann hat der Offense-Liner noch seinen Vollstart gemacht. Ah, doch ein Punt. Ja, jetzt dürfen die Jungs den Ball platt machen. An der Stelle geht es genau weiter. War sicherlich schlau von unserer Nummer 29, den Ball dort nicht mehr anzufassen. Was mich überrascht, wir haben noch 3 Minuten. Ach so, Quarter 1 jetzt. Ja, ich dachte gerade 3 Minuten bis zur Halbzeit, aber es ist das erste Quarter noch, ja. Du hast halt so viel Bier drin, als ob es bald Halbzeit wäre. Ja, ja, genau. Ganz am Ende. So, wir starten mit dem Arsch zur Wand. Aber da kommen wir jetzt ganz, ganz schnell raus und dann klingelt es nochmal auf dem Scoreboard. Go Blue. Big Blue. Ja. Der Tackle hat sicher wehgetan. Der Fellbacher hat unseren Timo Hetze irgendwie mit dem Körper am Helm erwischt. Aber ja, der steckt es weg. Der steckt es weg, ja. Schon mal 5 Yards weg. Gut so. Weiter so. Uiuiui. 5 Defense-Spieler sind am Tackle beteiligt. Ja. Festgelaufen, sagt man da auch. Ja. Trotzdem hat er 1-2 Yards noch gut gemacht.
Und jetzt muss der jetzt Timo kurz... Jetzt wäre es ganz wichtig, dass wir mal das First Down holen. Und der Timo muss kurz raus verschnaufen. Das verstehe ich jetzt auch absolut hier. Dafür geht unsere Nummer 14 rein. Philipp Rust. Als Running Back. Gut. Ja. Habe ich da eine Flagge noch gesehen? Ja, da ist noch eine Flagge. Hinten liegt eine Flagge. Der Pass war zwar komplett, aber... Hören wir zu, was der Whitehead sagt. Persönlich faul. Waffen der Passer. Selber Nummer 21, 15 Meter Strafe, erster Versuch. First down, roughing the passer. Ja. Gerade vorhin hatten wir es noch davon, das ist die Strafe, wenn der Quarterback den Ball bereits geworfen hat und danach noch körperlich attackiert wird. Gibt einfach nochmal zusätzliche 15 Yards, weil die Verletzungsgefahr extrem groß ist. Und damit wären wir schon an der 40-Yard-Line. So ist es. Jetzt geht's los. Ein ganzer aufgeregtes Wäser haben sie heute. Ja, ja. Irgendwie windet es auch gerade ganz komisch, wie wenn ein Gewitter aufzieht, oder? Neu. Nett. Das ist die elektrische Spannung hier oben. Ach so. Also, los. Augen aufs Feld. Wir wären bereit. Oh! Naja. Schöner Pass auf Noah Meyer. Ja. Der Tackle war grenzwertig am unteren Helm. Ja, hast du das gesehen aus der Entfernung? Ich fand das grenzwertig. Nee. Ja. Das war ja schon fast hinten reingegriffen oder halt am Helm. Naja, egal. 2 Yards Raumgewinn. Weiter. Go Blue! Jawohl. Ja, reicht auf jeden Fall für ein First Down. Nummer 3, Jamal Couch. Ganz hinten im Backfield lag ein Fellbacher Spieler auf dem Rücken. Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Aber gerade noch ein bisschen gemeckert. Hab nicht gesehen, was passiert ist. Ja, wir haben Quarter. Das erste Quarter ist vorbei. 3 weitere werden folgen. Der Junge, der gerade aus Fellbach auf dem Rücken lag, der hat mich ein bisschen an dich erinnert. Damals im Relegationsspiel in Fürstenfeldbruck. Da bist du ähnlich auf dem Feld gelegen. Da bin ich ausgerutscht. Ich glaube, das war eher ein Tackle vom Gegner. Kann ich mich nicht genau erinnern, was da genau war, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ein legendäres Video. Ja. Yeah, yeah. Wenn jemand die Möglichkeit hat, SD-Karten wiederherzustellen, ich wäre sehr dankbar über Tipps. Danke. SD-Karten? Ja, meine SD-Karte im Handy geht nicht mehr. Und da steht genau dieses Video drauf. Ja, das legendäre Video in Fürstenfeldbruck, als der Wolfgang Reitler den Platz gestürmt hat. Wir haben halt gefeiert, meine Güte. Ich hätte Selina so gegönnt, dass ihr Bruder einen Touchdown macht. Erster Versuch, leider einen halben Meter zu weit geworfen, verdammt. Ja, aber herrlich, man hat gesehen, wie der Fellbacher Spieler unseren Mike verfolgt.
Der Fellbacher wurde dann doch noch weggeblockt und dann war eigentlich Zeit für einen Mike da. Egal, zweiter Versuch. Wir schaffen das heute noch. Ja, ja, siehst schon. Ja, ein wunderschöner Pass. Erneut auf Noah Meyer. Er fängt und fängt und fängt. Fast gereicht zum First Down. Es fehlt nur noch ein knappes Yard. Sehr schön auch zu sehen auf unserer Leinwand, die Slow Motion. Ja, wie zu erwarten war, Mike läuft selber. Schöner Quarterback-Keeper, schön vorgeblockt von der O-Line. Da war alles frei. Zumindest so frei, dass es zum First Down halt genau. Dann reicht, ja. Deshalb wandern auch gegenüber die Lollipops vier neue Versuche. Wir sind noch 36 Yards davon entfernt, einen neuen Spielstand durchzugeben. Ja, wenn wir das in der Küche ja! Ganz easy gefangen von unserer Nummer 3, Jamal Couch. Es könnte so einfach sein. Ja, eine schöne Route nach innen. Sehr schwer zu verteidigen für den Gegner. Da kommt er halt nicht mehr auf die Innenseite. Einfach ein In, klassischer In. Genau. Ja. Oder war es ein Slant? Ja, Slant, ja. Ja, ja. Eher ein Slant. Wolfi, du hast schon die Routen noch im Kopf, wie früher. Ja, war ein Slant. Also jetzt Klappe halten, Zusatzpunktversuch. Hier. Auch der Zusatzpunkt war in Ordnung. Von unserer Nummer 7, Christian Petrich. Wir und damit einen neuen Spielstand von 14 zu 7 für die Biber! Danke! Herrlich, herrlich. Genießen wir es. Das letzte Mal dieses Jahr. Und jetzt wieder der Blick unten auf unsere Biberettes, Biberellas. Hybridmischung. Wahnsinn! Also, wenn die Mädels weiter so machen, dann haben wir nächstes Jahr irgendwie einen württembergischen Meistertitel im Cheerleading, habe ich das Gefühl. Ja, und wahrscheinlich bist du dann Stadionsprecher bei dort. Oder? Who knows, who knows? Who knows? Und go! Hoi, Heiland, zack. Der wollte noch drüber springen, über unsere 27 war es, glaube ich. Wie heißt er? Fabian Restle hat ihn hoch rausgeblockt. Getackelt. Also ein hoher, tiefer Block, kann man sagen, oder? Getackelt. Ja. Sehr schön. Trotz allem ein guter Return. Der Junge hat ein bisschen Speed in den Beinen. Ja, das mit der Slow-Mo auf der Anzeigentafel ist echt richtig geil. Ja. Das werden wir heute wahrscheinlich das letzte Mal haben. Wieso? Und der Band verlässt uns. Das ist das letzte Spiel von unserem Band. Ach so, ja. Ja, Wahnsinn. Hat mal noch ganz kurz zwei Spieler von uns aussteigen lassen und ist dann doch noch nach vorne zum First Down. Respekt. War das wieder die 18, oder?
Nee. War nicht sieht aus wie die 12. Ja. 14 war es. 14 war es wohl offensichtlich. Also, 14, ja. Respekt. Schön. Ja. Ohne Raumgewinn gestoppt. Zumindest, oder nee, sogar ein kleiner Raumverlust. Nee, genau auf der Line of Scrimmage. Ja. 10 Yards zu gehen weiterhin. Den Spielzug haben sie jetzt heute schon 5-mal gebracht. Mindestens diesen Toss über, rechts, über links. Immer mit Vorblocker ist besonders schwer zu stoppen. Dieser Pass war... Und da war ja nicht mal einer in der Nähe. Nee. Ach, danke übrigens. Ja, krass gefangen. Geiler Fake-Spielzug gerade. Ich habe gerade auch gedacht, der Running Back hat den Ball doch, aber nee, hat er nicht gehabt. Der Quarterback hat ihn behalten und geworfen und erfolgreicher Pass. Immerhin waren unsere Verteidiger direkt da. Und damit sind die Fellbach Warriors in der roten Zone unter 20 Yards zu gehen. Jetzt wird es natürlich schwer, einen langen Pass zu spielen. Dafür werden sie kurze, harte Läufe bringen. Ja, da wäre er schier weggetragen worden, glaube ich. Ich weiß nicht, war es unsere 15 oder so? Die Karte wurde klassisch ausgehebelt. Und eine Verletzung bei den Warriors? Keine Verletzung. Nee. Ein Kratzer. Ja, ein Kratzer oder vielleicht ein Hüsterle, irgendwie so. Angina-Hüsterle. Angina? Ja, die Zeit und Chance für unsere Spieler, mal noch mal ein bisschen Wasser zu tanken, auszuschnaufen. Eine wirkliche Halbzeitshow gibt es ja heute nicht, außer den Cheerleadern, gell? Wolfi, weißt du, was wir feiern? Wir feiern unsere Jugend heute, die ja Vizemeister geworden sind. Ja, ja, die U11. Oder? Ja, vorhin hieß U13, aber ich dachte auch die U11. Ich dachte U11, habe ich gelesen, aber. Okay, wir lassen uns überraschen. Yeah. Deshalb heute auf jeden Fall keine drei Nummern, die wir durchsagen. Also wir sind... Es gibt irgendeine Show-Einlage. Was war die erste Meisterschaft? War ja U15, oder? U15 Fleckler. Keine Ahnung. Also wir haben zwei Jugendmannschaften, die entweder baden-württembergischer Meister geworden sind oder Vizemeister. Wahnsinn. Hammer. So, Augen wieder aufs Feld, ihr dürft. Timeout. Schon wieder? Ja. Heile, heile Welt. Weil, so wie es ausgesehen hat, war das Team von Fellbach noch gar nicht vollständig auf dem Feld. Ja. Aber das ist die Chance für unsere Cheerleader. Mitschreien. Wieso? Hey, wieso?
Christian Wesolowski, lies mal deine WhatsApp-Nachrichten. No dancing on the field. Früher hätte es sogar mal eine Strafe gegeben. Auch der Zusatzpunkt war okay. Ja, schade, schade. Nichtsdestotrotz haben wir einen neuen Spielstand von 14 zu 14 für die Biberach. Biberach! Danke! Bitte! Okay. Nö. Fellbach ist bereit, verteilen sich links, rechts. Und da der Wolfi nicht da ist, mache ich das Go alleine. Und? Go! Ja, der Footballkundige weiß, was diese Strafe bedeutet. Ja. Ärgerlich. Also erstens ärgerlich, dass der Ball durch die Hosenträger rutscht. Das sollte nicht passieren. Dann kommt der Fellbacher quasi ungebremst durch und wird dann unsanft. Naja, warten wir es ab, was der Schiedsrichter sagt. Während des Returns, persönliches Foul, illegaler Blindside-Block, Biberach Nummer 15. Vom Punkt des Fouls, halbe Distanz zur Goal-Line, anschließend erster Versuch. Ja, also persönliches Foul auch noch und es war quasi ein Block in den Rücken. Halbe Distanz zur Goal-Line, also bringt uns mit dem Arsch noch näher an die Wand und ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir da hinten rauskommen. Doch. Der war gut. Mega Ball. Geil. Nee, aber jetzt auch noch. Flagge in der Teamzone. Herrgott, bleibet jetzt ruhig. Ja, jetzt wird uns der Mann mit der weißen Mütze gleich was mitteilen. Verwarnung wegen Behinderung an der Seitenlinie. Gegen die Seitenlinie von Biberach. Das ist die erste und letzte Warnung. Es wird momentan keine Distanzstrafe ausgesprochen. Ja, das Maulen und Einflussnahme von der Seitenlinie ist halt nun mal verboten. Das ist uns nicht erst seit heute bekannt und deshalb einfach mal die Klappe halten. Nichtsdestotrotz, wir sind an der 40-Yard-Line. Go Blue!
Wunderschön verteidigt von der Nummer 23. Oliver Moser, Fellbacher Spieler, hat genau in dem Moment, in dem da unser Receiver an den Ball kam, hat er bei ihm eingeschlagen. Mega verteidigt, geiles Ding. Man sieht es nochmal auf der Slow-Motion-Kamera oder auf dem Bildschirm. Super. Ja, wieder mal schön durch die Mitte durchgetankt. Links, rechts rumgedreht. Unser Mike mit der Nummer 4. 7 Yards Raumgewinn. Ja, sehr schwierig, da hinten rauszukommen. Damit vierter Versuch. 3 Yards zu gehen nach wie vor. Oh, oh. Wolfi, was sagst du? Machen wir es nicht. Punt or no punt? Wir spielen. Es aus. Und nochmal Timeout. Der Mike wollte irgendwas spielen, hat gesehen, irgendwas ist blockiert, es kann nicht funktionieren und dann haut er lieber nochmal die Bremse rein. Wir haben ja noch Timeouts, die nutzen wir. Und damit wieder die herrliche Gelegenheit für unsere Cheerleader, sich zu präsentieren. Super. Schöner Pass auf unsere Nummer 3 wieder, Jamal Couch. Und automatisch erster Versuch. Die blau-gelben Schützeneier haben sich wieder bewährt. Herrlich. Geschlagen, links, rechts. Unser Timo Hetze, früher bei den Schwäbisch Hall Unicorns, jetzt bei den Biberach Beavers. Läuft er zum First? Ja, doch, sie laufen. Ja, es hat gereicht. 4 neue Versuche. Geiles Ding, Timo, weiter so. Ist nicht durchgelaufen, da kann man jetzt dem Mikey gar nicht so den Vorwurf machen, der muss durchrennen. Auch beim Gucken muss man laufen.
Der Juri ist da. Da hat wohl 5 Gegner was dagegen, dass unser Timo nochmal durchhoppelt. Damit sind wir schon beim 3. Versuch und immer noch 10 Yards zu gehen. Jetzt muss ich Mikey was einfallen lassen. Im Nachfassen hat er ihn sicher gehabt. Schönes Ding, wieder mal auf Noah Meyer. Hat aber nicht gereicht zum First Down. Die mobile Kamera, die irgendwo unterwegs ist, der soll mal seine Linse reinigen, bitte. Einfach mal vorne. Die Linse putzen. Das ist immer wichtig im Leben. So, und wir spielen jetzt den 4. aus und holen es du fast isst da. Erstmal deinen Burger runter. Sorry. Ei. Nee. Ja, da wurde unser Mike getackelt. Und damit Ballverlust. Die Fellbacher wieder am Drücker. Wolfi, seit wann spricht man mit vollem Mund? Gar nicht. Also gut. Ja, die Fellbacher haben halt damit gerechnet, die Defense, dass der Mike wieder seinen Quarterback-Keeper macht, weil er das halt schon öfter gemacht hat und genau so war es. Und ja, dann konnte sich die Defense das einfach ausrechnen. Willst du damit sagen, dass unser Spiel berechenbar wäre? Ja, jedes Spiel ist irgendwann mal berechenbar, klar. Ja, also. Ja, wunderbar. Michi Burgmeier mit seinen langen Krötenpfoten war noch dran. Unsere Nummer 6, Michi Burgmeier. Danke. Hätte ich noch fangen können. Schöner Tackle von unserem Outside-Linebacker Nummer 7, Christian Petrich. Nur 5 Yards Raumgewinn für die Warriors. Ein bisschen Kontakt wahrscheinlich, bevor der Ball da war. Man darf es halt einfach nicht. Ja, lieber auf den Ball schauen und irgendwie den Ball wegklatschen, aber den Gegner schucken, bevor der Ball eben in Reichweite kommt, um ihn zu fangen, ist halt eine Strafe. So, jetzt müssen wir alle ein bisschen lauter machen. Es fängt nämlich an zum Tröpfler. Nummer 5. Müssen wir den Regen mal wieder ein bisschen wegschreien. Ja, was soll ich da sagen? Deine Haare sind ja schnell wieder trocken. Welche Haare? Die Sackhaare. Ja, geiles Ding. Michi Burgmeier. Michi Burgmeier, Quarterback Sack. Weit, weit im Backfield. Ja, aber es liegt eine Flagge, also, aber ich denke Intentional Grounding, das heißt, er hat den Ball ja noch weggeworfen, aber kein Receiver in der Reichweite. Würdest du den Ball nicht auch wegwerfen, wenn der Michi auf dich zurennt? Ja, ich weiß nicht, was ich machen würde, ehrlich gesagt. So, jetzt Ansage von dem Mann mit der weißen Mütze.
Intentional Grounding. Ja. Fellbach. Downverlust am Punkt des Fouls. Schade so. Ja, so ist es. Ja. Geiler Pass, aber nichts passiert. Wir haben ja immer noch 10 Yards zu gehen für die Warriors und sie haben nur noch einen Versuch. Aber jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir sie jetzt stoppen. Ja, 2 Versuche haben sie noch. Ja, okay, aber ja. Bis jetzt haben sie jeden vierten Out. Nee, einmal wollten sie ausspielen. Ach je. Ja, regnet. Die Cheerleader gehen rein. Aber nicht wegen Regenwetter. Vielleicht kommen die Cheerleader ja alle hoch. Ah ja. Auch nicht. Schade. Die Cheerleader bereiten sich vor für ihren Auftritt in der Halbzeit. Genau. Nochmal der Leech hat dann auch hier. Und der Eyeliner. Nochmal. Wir haben gerade erfahren, dass die letzten 2 Minuten darf man keine Slow Motion mehr zeigen auf der offiziellen Leinwand. Wieso, weshalb, warum, ist uns auch noch ein Rätsel, aber es gab eine klare Ansage vorm Spiel. Daher jetzt keine Slow Motion mehr. So, dritter Versuch, 9 Yards zu gehen. Ihr macht die Musik! Ja, schönen harter Tackle. Ich kann die Nummer nicht sehen, deshalb keinen Namen heute. Ja, 4 Yards zu gehen. Jetzt bin ich gespannt, aber da es kurz vor der Halbzeitpause ist, denke ich, sie spielen auf jeden Fall wieder aus. Feuer die Defense an. So, dieser Pass war... So, und wir haben den Ball zurück, Turnover und Downs. Wir haben noch knapp 2 Minuten oder 1,5 Minuten die Chance, den Spielstand zu erhöhen oder wieder in Führung zu gehen. Jetzt gehen wir in Führung. Auf geht's. Es regnet leicht. Ingo, komm mal hoch, ich hab dir eine Aufgabe. Pass auf die Nummer 28, Dominik Heinrich Mohr. Wunderbarer Pass. Gut, dass der Rasen frisch gemäht war, sonst wäre er unten gewesen. Da war er wohl auch euphorisch. Zu viel Spinat gegessen, egal. Abhaken, weitermachen.
Die Zeit steht. Wir haben noch 1:11. Da war leider keiner in der Nähe. Egal, wir haben noch ein paar Versuche. Auf geht's, komm, wir machen noch Punkte vor der Halbzeit. Schöner Pass auf unsere Nummer 22, Timo Hetze. Leider reicht es nicht zum First Down. Aber wir spielen es aus. Auf geht's. Wieder erfolgreicher Pass auf die 28, Heinrich Mohr. Wir haben noch ein Timeout, wir können die Zeit wirklich noch einmal. Ja. Wir stoppen sie gerade. Machen sie ja gerade, ja genau. Das heißt uns. Nix, 4. und 3, First Down jetzt. Ja, ja, wart's mal ab. Ich wundere schon, dass du es lesen kannst. Ha, ich bin weitsichtig. Ja. Also. Die letzten Besprechungen jetzt, klar, jetzt ist kurz vor der Halbzeit, jetzt muss man mit aller Gewalt natürlich noch den Touchdown da irgendwie reindrücken. Ja, oder halt ein schönes Field Goal schießen zumindest, dann führt man auch. Nee, Field Goal ist was für die Gegner, nö. Wir machen jetzt noch einen Touchdown, oder? Ja, schön wäre es natürlich. Weso, ich würde dich zur Halbzeit in die Sprecherkabine bitten. Weso muss gerade Regeln erklären. Nee, Weso muss gerade flirten. Ja, ja, ja. Der flirtet auch mit deiner Frau. Naja. Also, 26 Sekunden, die uns trennen von der Halbzeit. Jetzt nochmal volle Konzentration. Go! Ja, etwas zu hoch und der Jamal ist schon ein Riese. Egal, wir haben 3 weitere Versuche vor uns. Ja, und die Uhr steht ja. Also alles easy. Warum steht die Uhr denn? Wegen einem Incomplete Pass. Ja. Yep. So, also sie besprechen sich natürlich wieder. Von außen kam das Kommando. Was könnte zum Erfolg führen? Mike? Gibt das Kommando im Huddle weiter an alle seine Jungs. Jeder weiß Bescheid. Nee, nicht Defense. Nee, nee, Puschle. Komm du hoch. Hier, erklären wir's. Oh, da war er fast dran. Allerdings der Gegner auch. Scheibe. Ja, noch 14 Sekunden, noch 2 Versuche. Jetzt wird spannend, ja. Vielleicht war das gerade ein Fellbacher Fan mit Defense. Kann ja auch sein. Aber ein ganz junger Fan dann. Ja. Nee. Ah, okay. Alles gut. Er hat kein Fellbacher Trikot. Ja, genau. Genau, alles gut. Aber wenn du das nochmal sagst, dann steckt man dich in den Bus nach Fellbach. In Fellbach. Dann darfst du mit in die neue Heimat fahren. In Fellbach kann man auch wohnen. Ja, gut, der war auf der Tatanbahn. So, letzter Versuch jetzt. Ja. 4 Sekunden, krass. Ja, es sieht nach einem Field-Goal-Versuch aus, dass wir wirklich mit 3 Punkten in Führung gehen. Ja.
Ich dachte, das machen nur die Gegner, aber... Ich hab's wieder verschmeckt. Ja. Vielleicht war die Weisheit auf deinem Hamburger drauf. Ja, klar. Oder im Ulrichsbier. Ja. Wieso? Wieso in die Sprecherkabine? Wieso? Wieso kommt dann? So, auf geht's. Jawohl, mega. Ja. Wir haben erstmal erfolgreiches Field Goal von unserer Nummer 7, Christian Petrich. Wir haben einen neuen Spielstand von 17 zu 14 für die Biberach. Danke. Und wir haben Halbzeit. Und dann nochmal einen großen Applaus für die Beavers und einen noch größeren Applaus für unsere Beaverellas und danach unsere Beaverettes. So, und jetzt freuen wir uns auf die Beaverettes und Beaverellas. So, dann überbrücken wir ganz kurz die kleinen technischen Probleme. Unser DJ, unsere Cheerleader steht oben, steht auf dem Feld. Wir hören es knacken. Es scheint noch ein kleines bisschen zum Dauern. Jetzt hören wir was. Aber nicht viel. So, dann überbrücke ich mal ganz kurz, während die Mädels sich hin und her winken und versuchen, das Problemchen in den Griff zu bekommen. Jetzt tauschen wir einmal. Und dann sehen wir jetzt, ich hoffe, ich bin richtig, sehen wir jetzt unsere Beaverettes und unsere Beaverellas versuchen, das kleine Problemchen zu lösen. Ganz viel Spaß mit den Beaverettes. So, auch hier überbrücken wir nochmal. Es muss ja irgendwo, wenn der Wurm drin ist, muss er Klerik drin sein. Aber dann mache ich jetzt was, was wir noch nicht geplant hatten. Und zwar ohne Musik. Thank you.
So, an der Stelle großen Applaus an unsere Beaverettes. Wer übrigens noch nie im Training zugehört hat, so hört sich's da auch an. Also da ist schon wenig Musik dabei, viel mit Zählen, dass jeder weiß, wann welcher Handgriff wo sitzen muss. Und jetzt sind unsere Beaverellas nochmal auf dem Feld. Ich guck mal nach oben. Klappt's? Der DJ nickt. Dann viel Spaß. Großen Applaus für unsere B-Rollers! Ja.
Und jetzt, liebe Zuschauer, liebe Gäste, wir haben noch ein kleines Thema. Wir haben sie letzte Woche schon gefeiert, da war sie vereinzelt auch von Leonberg schon wieder zurück. Und jetzt sind sie heute da. Unsere Jugend, die in Leonberg vergangenen Wochenende den Vizemeistertitel geholt hat. Mit Trainern sind sie da. Kommt doch mal alle zu mir. Und einen großen Applaus für unsere Flaggies. Unsere Flaggies haben es geschafft, beim Heimspiel, im Auswärtsspiel zuvor und auch letzte Woche eben in Leonberg, sich wacker zu schlagen, die meisten Spiele zu gewinnen. Es war auch die eine oder andere kleine Niederlage dabei. Drum sind wir aber trotzdem Vizemeister geworden. Und ich finde, das ist einen wahnsinnig großen Applaus wert. Und auch wir aus der Vorstandschaft, der Andi, unsere 24, ich weiß gar nicht, wo er rumspringt, der Max. Wir sind wahnsinnig stolz drauf, dass uns dieses Kunststück ein Stück weit gelungen ist mit unseren tollen Trainern, die wir haben. Dass wir jetzt schon die zweite Jugend in diesem Jahr haben, die oben mitgespielt hat. Wir hatten jetzt die U15 mit dem Meistertitel. Jetzt haben wir hier die U11 mit dem Vizemeistertitel. Im Haus spielt übrigens dann die U13 noch, auch Flag Football, und dann die U17 Tackle. Und wir sind natürlich gespannt, was noch alles kommt, und sind wahnsinnig stolz auf euch. Und ihr habt super tolle Trainer, ihr seid super engagiert im Training, ihr fahrt auf die Spiele, eure Eltern fahren mit auf die Spiele, unterstützen euch. Und wir haben eine Kleinigkeit, die Sandra hat euch eine Kleinigkeit besorgt, dass ihr das auch immer in Erinnerung haben werdet, was ihr dieses Jahr geschafft habt. Ihr bekommt alle ein kleines Poster von euch als Mannschaft mit Bildern vom Spiel, von den Spielen, von den Mannschaftsfotos hier, und bleibt so toll und engagiert, wie ihr seid. Und dann nächstes Jahr und der ein oder andere auch im September in der U13, wo dabei sein wird, machen wir genauso weiter, wie wir heute aufgehört haben. Wir haben jetzt im Sommer eine trainingsfreie Zeit. Die U13, die wird sich natürlich ein bisschen darauf vorbereiten. Ja, der Lars hat schon angekündigt, dass wir ein bisschen trainieren werden. Und wer auch sonst im Training mal sich ausprobieren möchte, bei den Kids, bei den Tackles, bei den Seniors, ihr seid jederzeit willkommen. Schaut einfach auf die Internetseite, da stehen die Trainingszeiten, und kommt vorbei und schaut es euch an. Probiert es aus. Und für euch gibt es jetzt, wie gesagt, die Kleinigkeit, und wir gratulieren euch von ganzem Herzen für diese klasse Leistung. Nochmal einen riesengroßen Applaus für unsere U11. Jetzt wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Spaß in der zweiten Halbzeit. Die Ersten stehen schon wieder bereit, scharren mit den Hufen. Und wenn ich das vorhin richtig mitbekommen habe, Sie sind aktiver am Spielbetrieb beteiligt als ich. Ich meine, gehört zu haben, Fellbach empfängt den Ball. Das heißt, Sie, liebe Zuschauer, sind jetzt mal richtig laut im dritten Viertel, dass es keine Punkte auf dem Scoreboard gibt für die Fellbacher. Vielen Dank, viel Spaß in der zweiten Halbzeit. Bis nachher. Thank you.
Timo. Timo, haben wir schon eine Zuschauerzahl von heute? Krieger du gleich, ich muss noch ins Auto, ich muss gucken, mir ist ein Reger dazwischen kommen. Alles klar. Ja, wir sind gespannt auf die zweite Halbzeit. Wir führen mit 3 Punkten. Das ist im Football eigentlich gar nichts. Aber wir haben jetzt kurz vor der Halbzeit nochmal diese 3 Punkte gemacht. Die sind wichtig für Selbstvertrauen, fürs Momentum, wie man so schön sagt im Football oder auch in anderen Sportarten. Und ich habe ein gutes Gefühl, wir gewinnen das Ding heute. Respektabler Return der Fellbacher, geht bis knapp an die 30, an die eigene, und erster Versuch nun. Und es gilt jetzt wieder die Defense anzufeuern. Auf geht's. Wollte noch unseren Ex-Spieler begrüßen, den Andi Wohnhaas. Servus, hi, Andi. War auch eine Maschine. Naja, Defense-Maschine. Das war weit. Und? Ja, das machen wir nochmal. Dieser Pass war... Danke. Schade. War weit und incomplete. Unsere 29, der Peter Fraser wäre fast dran gewesen. Samuel Peter Fraser. Ja, aber der ging schon arg weit ins Aus. Ja. Damit 4. Versuch. Ich glaube, jetzt werden sie das erste Mal wirklich punten auf Ansage. Defense! Defense! Defense!
genau an die Mittellinie gepantet. Relativ kurz auch, aber kamen auch drei Jungs aus Biberach durch. Herrlich. Wir haben den Ball zurück. Genau. Und werden höchstwahrscheinlich hoffentlich wieder punkten. Ja, erste Halbzeit haben wir auch an der 50-Yard-Line angefangen. Hier. Das wird. Das Wetter spielt auch wieder mit. Das Uli ist auch noch kalt. Herrlicher Tag, herrlicher Tag. So, Tackle genau in der Mittellinie leider. Die Defense der Fellbacher ist durchaus, wie schon vorhergesagt, bockstark. Zweiter und 11 Yards zu gehen, es war sogar ein Yard Raumverlust. Einen Meter zu weit. Vor allem zu weit nach links. Ja. Ja, der Ball war nicht fangbar. Nee. Ja, zu hart geworfen oder die Arme nicht zu schnell hoch. Vierter Versuch, 11 Yards zu gehen. So wie es aussieht, kommt das Punt-Team aufs Feld. Ja, leider. Ja, schöner Punt. Leider bis in die Endzone. Okay. Uns erreicht gerade die Nachricht, dass Freiburg tatsächlich 21-14 gegen Albershausen gewonnen hätte. Damit wäre das zweite Spiel in Folge, dass der Tabellenführer abgibt. Krasses Ding, aber ich glaube, rein rechnerisch ist ihnen der erste Platz nicht mehr zu nehmen, oder, Wolfi? Ich glaube, die haben ja auch nur noch ein Spiel und dann reicht es halt trotzdem, ja. Ja, dann kann man sich auch mal ausruhen. Schön getackelt in der Mitte. Unsere Nummer 51, Florian Altenschmidt. Siehst du auch schon, wie viel Spielfeld schon hat? Ja, nein, recovered von Fellbach selber. Man konnte sehen, ein Biberacher Spieler hat im Quarterback in den Wurfarm gegriffen, was durchaus legal ist und deshalb gab es halt so eine kleine Kerze. Wäre ein freier Ball gewesen.
Ja, schön gefangen wieder von Fellbach zum First Down. Die Kette wandert. Vier neue Versuche für die Männer mit dem orangenen Helm. Schön abgelaufen, unsere Nummer 5 ist mitgelaufen. Wie heißt der Kerle? Matthias Schäwe. Ja, sonst wäre der Junge nämlich durch gewesen. Das hat gereicht für den First Down für die Warriors Nummer 26. Klaus, lese vor euch. Lesebrille vergessen. Schön, Wolfi, dass du da bist. Patrick Ruben, Mendes Pein. Genau. Kerle ist gelaufen, über 10 Yards, damit First Down. Einfach mal dezent ins Ausgedrückt. Ist schon okay. Mit Raumverlust. Ja, krasses Ding. Wir hätten jetzt erwartet, dass noch eine Flagge fällt. Aber alles gut. Dritter Versuch, 11 Yards zu gehen. Auf geht's. Ja, normalerweise ein sicheres Ding für unsere Nummer 29. Ja. Aber vierter Versuch, 11 Yards zu gehen.
Ich glaube, sie panten. Wolfi, was denkst du? Ja, außer es kommt ein Fake, aber das glaube ich jetzt nicht. Falls es irgendwie Lage lag. Klausi, die Flagge gar nicht gesehen. Doch, natürlich haben wir die Flagge gesehen. Die war verdeckt von deinem Bauch. Ich stand aber mit dem Rücken zu dir. 2 Grad im Winkel verdreht, dann ist alles dunkel von hier oben. Ich hab dich auch lieb, Klaus. Irgendwann kommt der Bauch bei dir auch noch. Ja, er renne. Ja! Ja, schön. Große Eier, unsere Nummer 29, Samuel Peter Fraser. Läuft das Ding zurück zur 35-Yard-Line. Blau ist wieder im Ballbesitz. Auf geht's, Punkte. Prost! Schnell gestoppt wieder. Was war das? Nummer 80, oder? Wolfi, hast du es gesehen? Nee. Ja, schöner Pass, bringt aber nichts, da er parallel war und der Junge nicht mehr nach vorne laufen konnte. Pass auf unsere Nummer 28. Wie heißt der, Wolfi? Heinrich Mohr. Ja. Interception Nummer 22 der Warriors. Ja, ich lese es vor. Wenn er der Finger nicht drauf hält, lese ich es vor. Philipp Jürgen Michael Ungericht. Ja, ungerecht wäre besser. Ja, damit eine Interception. Die Fellbach Warriors wieder im Angriffsrecht. Sehr ärgerlich, unsere 3 Punkte. Reicht nicht. Nummer 2.
Also gut, dann ist halt der Lukas Beutel. Ja. Lukas Beutel wäre richtig gewesen. Mit Doppelte. Ja, da läuft er lieber ins Aus, bevor er sich auf den Kontakt einlässt. Durchaus schlaue Entscheidung. Also eine ganz ordentliche Strafe, 15 Yards gegen Biberach. Wolfi, hast du gesehen, warum? Nee, keine Ahnung. So machen wir den Gegner auch stark. Ja. Wolle kriegt auch Puls. Ja, also auf geht's jetzt. Wir brauchen euch Zuschauer. Hopp, gebt Gas. Genau. Schön gestellt von unserer Nummer 21. Dennis Gall. Ja. Kein Entkommen mehr für den Gegner. Wunderbar. Schön abgefangen von unserer Nummer 77. Justin Jervy. Was eine so eine Hand im Weg doch ausmachen kann. Sehr schön. Super, Justin. Weiter. Fangen können. Also, dieser Pass war. Danke. Damit vierter Versuch. Befreiungsschlag oder nicht? Nein, sie spielen es aus. Auf geht's. Ja, aber es liegt eine Flagge auf dem Feld. Ja, wenn es ein Holding war, dann ist ja kein Problem. Ja. Solange die Flagge nicht gegen uns geht, ist alles gut. Dann wären wir im Ballbesitz. Holding, Holding ja. Gegen Fellbach. Damit ist wieder blauer Ball. Blau-Gelb. Warum heißt es dann Big Blue? Ha ja, es heißt halt so. Aber wir spielen in Blau-Gelb, was ich sehr schön finde. Ja. Ich habe überlegt, ob ich
Also, auf geht's jetzt. Jungs, jetzt wäre der richtige Moment angekommen, um den Vorsprung auszubauen. Ja. Den Ball fallen zu lassen, ist eine sehr ungeschickte Entscheidung. Mike ist trotzdem noch ein paar Yards nach vorne gelaufen. Wolfi, hast du gerade gesehen, wie es hinten die Pylonen da und alles weggeweht hat? Ja. Ja, das scheint ganz schön windig zu sein. Ja. Jawohl. First Down Nummer 28, Heini Mohr. Ich habe übrigens eine Erklärung, warum während der Two-Minute-Warning in der ersten Halbzeit keine Slow-Mo kommen durfte. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja. Hast du die selber zusammengereimt, nee, oder ist die offiziell? Von Markus, von unserem Schiedsrichter Markus. Also gut. Während der Two-Minute-Warning, die letzten zwei Minuten in der ersten Halbzeit oder auch in der zweiten Halbzeit, muss die Uhr für beide Mannschaften immer ersichtlich sein. Und drum darf man da keine Slow-Mo mehr zeigen. Also gut. Danke, lieber Wolfgang. Bitteschön. Danke, Markus, für die Erklärung. Ja. Ja. Da sitzt er. Schöner kurzer Pass auf Jamal Couch. Die 22 wurde herzlich umarmt von hinten vom Fellbacher Spieler mit der Nummer, ja, kann ich nicht lesen, 88 vielleicht, oder? Egal. Ich musste gerade dem Jungen Geld geben, dass er sich ein Spezi kaufen kann. Konnte nicht aufpassen. Der Defense-Liner, der am ehesten von der Figur her an Timo kommt, der hat ihn gerade getackelt. Ja. Kein Durchkommen. Himmel, Herrgott, wir waren so kurz vorm First Down. Ja gut, dann müssen wir jetzt halt den vierten ausspielen. Ganz ja. Einfach. Jetzt bräuchten wir den Lars. Quarterback-Keeper. Nach links angetäuscht, nach rechts rennen. Ja. Laser-Lars. Laser-Lars. Dankeschön. Automatisches First Down. Genau. Dank der Defense. Dankeschön, liebe Defense. Aber warten wir mal ab. Ja. Ja, da und der Mann mit der weißen Mütze überlegt noch kurz, sie besprechen sich. Dann werden sie nach links weglaufen. Und dann dürfen die ganzen Zuschauer bitte herzlich applaudieren. Ja. Jetzt sind sie sich einig geworden, ja. Ja. Ja, wir laufen nach links. Dankeschön für diesen Applaus. Es war ein Encroachment. Genau. Das wäre ja dann sogar mit Kontakt. Dann wären es doch 10 Yards, oder? Ach so. Ja, ja. Gut, dann war es vielleicht doch nur ein Offside, aber... Genau. Okay. Passt schon. Egal, wir haben 4 neue Versuche. Auf geht's, Big Blue. Ganz schlau den Ball gefangen und sich dann ganz klein gemacht, weil die Nummer 8 angerauscht ist. 3-4 Yards Raumgewinn, das machen wir jetzt ein paar Mal, dann sind wir beim nächsten First Down.
Ja, Mikey hat es wieder versucht. Aber die Defense ist wirklich darauf eingestellt. Die lassen ihn nicht nach vorne laufen. Die Mitte ist dicht. Damit schon wieder dritter Versuch und 7 Yards zu gehen. Wolfi, was würdest du jetzt vorschlagen? Was wäre jetzt dein Coach-Hinweis? Ja, einen schönen langen Pass zu werfen einfach. Nach links, nach rechts? Da, wo ein Receiver frei ist, ganz einfach. Ja. Ja. No. Touchdown. Jawohl, Nummer 26. Noah Meyer krönt seine Leistung heute mit einem Touchdown. Selina, darfst hochkommen. Herrlich. Noah Meyer, letzte Woche hätte ich es dir sehr gegönnt, heute gönne ich es dir auch. Selina darf nachher hochkommen, wir trinken noch ein Fläschle Sekt. Tankt sich noch richtig geil durch, ja. Was, Sekt gibt's? Und auch der Zusatzpunkt ist gut, Nummer 7, Christian Petrich. Wir haben einen neuen Spielstand von 24 zu 14 für die Biber! Danke! Ja, geil. Wir führen wieder mit 10 Punkten. Unser Kickoff-Team steht auf dem Feld. Auf geht's. Hopp, wir sind kurz vorm vierten Quarter. Das halten wir, das halten wir, das halten wir. Ja, noch schön gelegt. Der eine oder andere beschwert sich noch, weil er auch noch gefallen ist, ist aber egal. Also, einmal mehr an diesem Tage ist unsere Biberacher Defense auf dem Feld. Ihr wisst, was es bedeutet. Man kann drauf kommen, wenn man auf YouTube drüber geschaut hat, weil die Previews sind immer mit den Bällen der Serie. 780 Zuschauer plus X. Also waren wir 950 oder 940, wie du sagst. Da sind jetzt aber echt viele von den Verteidigern dran vorbeigehüpft. Der Kalle hat das echt gut gemacht. Reicht weit und weit für den First Down. Das dritte Quarter ist vorbei. Somit können wir uns heute bei den Zuschauern bedanken und die Zuschauerzahl bekannt geben. Wir bedanken uns heute bei 930 Zuschauern. Vielen Dank. Plus 120 im Livestream im Internet. Also über 1000 wieder. Ich kann ja mal eine Kleinigkeit verraten, wenn ich so 2 Meter vor euch sitze gerade. Es gibt ja vielleicht nochmal ein Spiel dieses Jahr. Aber nicht gegen Weinheim. Aber nicht gegen Weinheim, oder? Nein, ich glaube, die werden wieder kommen. Ja. Wir können jetzt ja nochmal einladen. Meist, es bringt was. Nö, bringt nichts.
Also die Weinheimer, die haben wir gefressen. Gut. Für immer und ewig. Ja. Nein, nein, an unsere Nummer 15 kommt keiner vorbei. Kevin Hansen-Neal. Ist eigentlich Christina Aguilera heute gar nicht dabei. Nee. Doch, 79, der steht schon drauf. Hä? Ja, der hat mich letzte Woche an Schützen angesprochen, ob ich wirklich Christina Aguilera gesagt habe. Da hat er gerade gewunken, gell? Ja. Hoi. Ja, ja. Alles gut. Eine Frage an alle Zuschauer. Was war dieser Pass? Danke. Ja, Wolfi hat sich noch ein bisschen aufgeregt, dass der Spieler selber gedrückt hat. Ja. Am Ende egal, er hat ihn nicht gefangen. Dritter Pass, dritter Versuch und ganz lang. Ja, na. Ja! Wie ein Fuchs ist er draufgekippt. Herrlich. Unsere Nummer 24, Andi Ortlieb. Ein herzliches Danke übrigens nochmal an unseren Block C, der ordentlich Stimmung macht. Danke, Safti. Eigentlich perfekter Punt, ja, bis an die 3-4 Yard-Line. Da geht's los für den Angriff der Biberach Bibers. Ja. Auf geht's. Wir haben noch 10 Minuten zu spielen, dann ist das letzte Heimspiel Geschichte und wir führen mit 10 Punkten. Ich denke mal, das retten wir jetzt über die Zeit oder bauen den Vorsprung einfach noch mal kurz aus und dann läuft die Geschichte. Und heute Abend heißt es dann Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Nee. Duschen, 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 Bier, Bier, Bier. Bett, Bett, Bett. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Ich freue mich. Einmal im Jahr darf man mit dem Wolfi duschen. Herrlich. Mit Stuhl. Genau. Also Stuhl in der Dusche. Nicht ja? Stuhlgang. Stuhl zum Sitzen. Ja. Ja. Einen halben Meter nur zurück. Sehr, sehr gefährlich, wenn der Mike aus seiner eigenen Endzone heraus den Ball werfen muss. Sollte er dort getackelt werden, gibt es 2 Punkte für den Gegner und Ballverlust. Ja. Ja, guter Pass auf unsere Nummer 1, Josh Purdy. Aber könnte gereicht haben zum First Down. Meinst? Ja. Nee. Ah, nee. Perspektive täuscht gerade, ja. Das ja, ist, Perspektive ja. Oder halt dein Fernblick. Ja, war die Perspektive, Fernblick habe ich einen guten. Also dritter Versuch. Weiterpass. Josh! Jetzt hat es gereicht fürs ja, First Down. Nummer 1, Josh Purdy. Ja, ja. Purdy, Purdy, Purdy. Purdy.
Ah, da habe ich noch ein Rätsel für die Zuschauer. Ja, ich habe ein Rätsel für die Zuschauer. Warum hat unser Josh Purdy mit der Nummer 1 kein A auf dem Helm, obwohl er aus Amerika kommt? Wer es weiß, kommt hoch und kriegt einen Uli, wenn er die Antwort weiß. Und was ist, wenn es ein kleines Kind weiß? Dann kriegt es vom Wolfgang einen Lolli. Also gut. Also das Bier ist bereits weg. Die Frage ist beantwortet. Der Josh hat nie am College gespielt, deshalb hat er kein A auf dem Rücken. Hoi. Ja, Respekt. Die Nummer 9 aus Fellbach. Wie heißt der? Marvin Kops? Die 1 hat doch den Ball gerade noch weggeklatscht. Nee, war die Nummer 9. Sicher? Ja. Okay. Ja, aber der junge Mann bei uns am Livestream wird es uns sicher gleich sagen. Ja, wer hat recht gehabt? Ja, ausnahmsweise mal du. Genau. Schöner Punt. Ja, noch eine Flagge hinterher. Herrlich. Hm. Illegaler Block wahrscheinlich, oder? Ja, schätze ich auch. So, wir haben die letzten knapp 8 Minuten und sind freudig gespannt, was jetzt noch alles auf uns zukommt. Im Football kann viel passieren. 10 Punkte sind schnell aufgeholt in 8 Minuten. Gar kein Problem normalerweise, aber ich denke mal, wir schaffen das heute, oder? Wir schaffen das auf jeden Fall. Ja, die Flaggen werden zurückgewedelt. Also, damit ganz normal Fellbach im Angriff. Nochmal 2 Meter zurück, genau. Also jetzt sind mindestens 5 dran vorbeigehüpft, trotzdem macht er nur 3 Yards Raumgewinn. Würde sagen, das lassen wir als Team-Tackle laufen, oder? Ja, er hat ordentlich einstecken müssen, brutal. Lob ihn mal, die Nummer 26. Soll ich sagen, wie er heißt? Hier. Patrick Ruben Mendes-Fein. Ja, reicht definitiv fürs First Down. Schön auf die Nummer 12 aus Fellbach. Jan-Michael Seifert. Quarterback-Keeper nach rechts, aber keine Chance. Er hat zwar ein paar Meter Raumgewinn gemacht, rennt aber ins Aus. Schlaue Entscheidung. Wieder von unserer Nummer 15.
Kevin Hansen Neal. Ein ordentlicher Raumverlust, genau das ist das, was wir jetzt brauchen. Vierter Versuch, 13 Yards zu gehen. Und ich bin mir einfach mal sicher, Sie Jungs werden panten. Dritter Versuch. Dann panten Sie natürlich nicht. Ihr könnt das lauter! Eine Interception, abgefangen von unserer Nummer 2, Oscar Waskes-Dyer. Damit ist die blaue Mannschaft wieder im Angriffsrecht. Jetzt wäre der richtige Moment, die Punkte zu erhöhen. Was will uns diese Flagge sagen? Nix. Ja, es geht wohl noch in die Fellbacher Richtung. Keine Ahnung, was passiert ist. Uns gibt es ordentlich Raumgewinn. Wir wären bereit für einen neuen Spielstand. So, und ich habe mal noch das Wolfi-Mikrofon ausgetauscht. Der ist sowieso beim Pipi machen. Geiler Lauf von Mike über links, 6-7 Yards Raumgewinn. Mike versucht sich nach vorne zu prügeln, bringt aber wieder nichts, zumindest keinen First Down. Trotzdem noch eine Flagge auf dem Feld. Aber der Mann mit der weißen Mütze hat schon angezeigt, dass Touchdown ist. Er geht noch mal zu den Fellbacher Spielern. Demnach scheint die Strafe gegen uns zu gehen. Ja. Aber alles egal, der Touchdown zählt. Ja, ja. Ja.
also, whatever he told us. Wahrscheinlich müssen wir jetzt von 3 Yards weiter hinten kicken, ist egal. Wir machen die Punkte jetzt trotzdem. Und dann gibt es einen neuen Spielstand. Hoi. Jetzt renne! Ja, klar! Ja, Mann! Geiler Tackle von hinten. War das die Nummer 15, oder? Ja, ja. Unsere Nummer 15, Kevin Hansen-Neal. Wahnsinn. Ja. Also, wir brauchen ein Sauerstoffzelt, bitte. Kevin Hansen-Neal, ich würde mal sagen, er wiegt mindestens 100 Kilo. Ein Riesenapplaus, Kevin. So, verletzter Spieler. Nein, er ist nicht verletzt. Ja, angeschlagen. Der ist halt auch außer Puste. Wir haben einen neuen Spielstand von 30 zu 14 für die Biberach. Danke. Ja. Ja. Ja, mega Ding. Sowas kennt man eigentlich nur aus der NFL, dass der Spieler so eingeholt wird. Krasses Ding. Na. Also der Spieler steht wieder. Wir wurden gerade eben noch darauf hingewiesen, dass wenn der Schiedsrichter beide Arme so nach links und rechts raushält, dass das unsportliches Verhalten bedeutet. Es war also vorhin einmal gegen Biberach, einmal gegen Fellbach. Ja, unsportliches Verhalten wollen wir alles immer nicht. Und ich werde es mir ab sofort merken. Versprochen. Timeout. Also, Wolfi, wir sollen noch darauf hinweisen, wir dürfen darauf hinweisen. Am 19. und 20. August gibt es hier in Biberach ein Camp für die Receiver. Wer Lust hat, an diesem Dings mal teilzunehmen, lernen, wie man einen Ball richtig fängt, wie man sich wegdreht, wie man weiter rennt, wie man das alles macht. Folgt uns auf Instagram, da ist alles verlinkt. Skills Camp mit unserem Coach da unten, mit dem Jeune. Der wird es beibringen. Er hat es jahrelang in Frankreich gelernt. Schaut es euch an. Kommt vorbei, 19. und 20. August. Ein Receiver Camp in Biberach. Und postet heute gerne eine Story in Insta und verlinkt die Beavers, damit wir es reposten können. Das wäre schön. Genau. Echt krass, Wolfi. Kannst du dir vorstellen, das letzte Spiel für dieses Jahr. Ja, wir können ja nächste Woche nach Reutlingen mitfahren, oder? Ja, wann nächste Woche? Samstag. Ja. Ist das der Samstag, der 5.? Nee, ich glaube 6.8. Also 6.8. Ich wäre dabei. Ja, also.
Zählt. Sollen wir mit dem Fahrrad fahren? Bis Reutlinger. Sollen wir den Ralf mitnehmen? Ja, der ist auch da heute. Der Ralf. Defense! Ich glaube, 6. Upsa. Ja, der Wolfi hat tatsächlich recht. Nächste Woche, Sonntag, 6.8. ist das Rückspiel in Reutlingen. Vielleicht könnten wir da echt nochmal alle hinfahren, oder? Ach, Wolfi, ja. Jetzt zur Zeit. Sicher, ich nehme mir die Zeit. Ja, also dann nehme ich sie mir auch. Vielleicht kommen ja noch ein paar Zuschauer mit, vielleicht können wir Fahrgemeinschaften bilden. Oder mit dem Zug. Ja, ja, ja. Da fliegt die Flagge wieder. Also Strafe ganz offensichtlich gegen Fellbach. Holding. Ja, wird aber abgelehnt. Damit verlieren die Fellbacher einen Angriffsversuch. Dritter Versuch. 12 Yards zu gehen. Und wir können euch nicht hören. Also wurde offensichtlich doch nicht abgelehnt. Zweiter Versuch, 10 Yards Strafe. Ja. Dieser Pass war... Dankeschön. Die Ultras von da drüben, ja, ja. Also doch Ultras. Letztes Mal durfte ich euch nicht Ultras nennen, da wurde ich vom Wolfi geschumpfen. Ja, ja. Dieser Pass war ebenfalls. Danke. Vierter Versuch und weit über 20 Yards zu gehen. Oskar fängt ihn. Ja. Oskar hat ihn gefangen, aber zieht einfach nicht die Chance, nach vorne zu rennen. Damit wieder Angriffswechsel. Blau noch einmal im Ballbesitz. Gute 3 Minuten Spaß im letzten Heimspiel 2023. Mucke lässt keine mehr. Muss ich mal hoch und runter machen. Mit Drecksmann, 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 mit Drec
Ja, alles noch ein bisschen Geplänkel. 2 Minuten 49 stehen auf der Uhr. Wir lassen jetzt natürlich locker die Uhr runterlaufen. Uns kann relativ wenig passieren mit 16 Punkten Vorsprung. Aufräume. Ja, Herrgott, schon wieder 2 geworfen. Hinten unser Josh wäre, der wäre absolut frei gewesen. Dritter Versuch, 9 Yards. Ja. Damit 4. Versuch, 9 Yards zu gehen. Mike geht vom Feld, das Punt-Team kommt. Aber in den letzten 2 Minuten wird vermutlich nicht mehr allzu viel passieren. Außer, dass die Cheerleader noch mal ein Tänzle machen, oder? Cheerleader? Gibt es noch ein Tänzle? Naja, jetzt kommt 2 Minuten. Die eine wollte... Oh! Ja, ja, aber jetzt müsste der DJ noch ein bisschen Mucke machen. Auch DJ, hau mal raus! Also, nächste Spielunterbrechung gibt es ein Tänzle. Auf geht's! Jetzt gibt es erst nochmal eine Strafe gegen Biberach. So. Jetzt stoppt, Cheerleader. Hebt euch auf für die nächste Pause. Ja, geiler Punt, den hätte Wolfi nicht besser können. Ja, also jetzt Cheerleader, auf! DJ haut eine Mucke raus und ihr tanzt für uns. Auf geht's! Ich will die Cheerleader sehen! First down für die Fellbach Warriors an der 15-Yard-Line. Ganz tief rausgenommen. Ja, die Fellbacher, die wollen natürlich noch ein paar Punkte auf ihrem Scoreboard haben. Nee, 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 war draußen, war draußen. War zwar gefangen, aber Kalle war nicht mehr in der Endzone. Sonst könnte er ja gleich in der Weitsprunggrube fangen. Beinahe abgefangen. So, letzter Versuch für die Fellbach Warriors. Da es maximal 8 Punkte werden können, sind wir schon mal... Wir haben das Spiel schon mal gewonnen, würde ich sagen. Ja? Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen.
Ja, 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 ja. Ja. Dieser Pass war! Danke! Gut. 1:13. Ja, wir kommen nochmal in den Ballbesitz. Die Cheerleader haben jetzt die Chance, wenn der DJ ein geiles Lied reinhaut. Auf geht's! Also die Cheerleader machen sich bereit. Die Cheerleader bilden Grüppchen auf. Haut die Cheerleader hoch. Und? Ja. Wunderschön anzusehen, wie immer. So, Spielzug. Wir knien ab. Wolfi, was bedeutet das? Ja gut, abknien heißt einfach, dass man die Zeit durchs Abknien runterlaufen lässt, weil man eben bei jedem Spielzug 30 Sekunden Zeit hat. Und viermal abknien reicht halt locker aus, um die Zeit auf null runtergehen zu lassen. Genau. Sind es 30 Sekunden? Ja, 25, oder? 25. 25, ja. Ja, also wir warten jetzt noch ein bisschen. Genau, jetzt. Aber der Sieg ist uns nicht mehr zu nehmen. Sobald der Schiedsrichter offiziell abpfeift, gibt es den offiziellen Endstand, by the way. Oder will der Timo noch was sagen? Ich wollte fragen, ob er das heute wieder zu dritt macht. Wer macht zu dritt? Ob heute zu dritt aufs Spiel der Endstand wieder durchgeben. Achso. Ja, das machen wir. Sobald der Schiedsrichter mit der weißen Mütze den Ball nach oben hält, ist es vorbei. Jetzt. Ich will den Ball sehen. Heimsieg! Wir haben einen Endstand von 30 zu 14 für die Biberer! Danke! Danke. Zuschauer, vielen herzlichen Dank, dass Sie jetzt auch trotz bei dem leichter Regenwetter noch da geblieben sind. Ich darf mich zum Schluss von einer ganz, ganz wichtigen Person heute verabschieden. Der verlässt uns leider, der zieht um. Der hockt da oben in der Sprecherkabine. Ihr hört ihn nicht, ihr seht ihn nicht. Lieber Bernd, komm mal zu mir runter. Ja, genau du, Bernd. Der da rechts mich gerade so fragend anguckt. Soll ich mal runterkommen? Der Bernd ist maßgeblich dafür verantwortlich für diesen tollen Livestream, den wir haben, für die Programmierung dieses wahnsinnig tollen Scoreboards, für die ganze Technik, dass es hier alles tadellos und reibungslos funktioniert. Und der Bernd verlässt uns aber leider, der Bernd zieht um, der hat eine neue Arbeitsstelle antreten. Es könnte nicht blöder sein, aber der zieht nach Weinheim. Bernd von alle, Dana von der ganzen Big Blue Family, ein herzliches Dankeschön für den geilen Job, den du gemacht hast. Ich kann es nicht anders sagen, ohne dich hätten wir das Programm so nicht, wie wir es hier haben. Und ich hoffe, durch das, dass wir jetzt heute ja der ein oder andere kleine technische Aussetzer hatten, dass du nicht willst, dass das dein letzter Spieltag warst und du nächstes Jahr uns wieder bereicherst, auch mit deiner ganzen Expertise. Bernd, tausend Dank. Und dann, ich habe es vorhin schon mal ganz kleines bisschen ankündigt, es kann sein, dass es heute nicht das letzte Spiel war. Wir planen was, ich sage nur so viel, wir planen was. Wir hatten ein Spiel weniger gegen, aufgrund der Situation mit Weinheim. Wir wollen uns da natürlich auch ein bisschen dafür entschuldigen oder Ihnen nochmal ein Spiel bieten. Und so viel sei gesagt, wir planen was. Wann es tatsächlich stattfindet, ob es stattfindet, das steht nur der Sterne, ihr erfahrt es dann rechtzeitig. Und dann Andi, Nummer 24, der läuft schon weg, der hört mich nicht.
ganz außer. Ihr seht ihn, unser Safety- und Abteilungsleiter, Vorstand. Er sagt, er hört mal wieder auf. Ich bin mal gespannt, ob er es durchzieht oder ob er nächstes Jahr dann wieder spielt. Er hat schon zweimal aufgehört. Bis jetzt war es für ihn sein letztes Heimspiel heute. Aber wir gucken da mal. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Vielleicht sehen wir ihn ja nächstes Jahr nochmal. Aber für Sie, tausend Dank, dass Sie da waren. Es war ein tolles Spiel, es war ein spannendes Spiel. Und ich hoffe, wir sehen uns im September wieder. Im September spielen wir hier mit der U17 und dann auch mit der U13. Es gibt was zum Essen, es gibt was zum Trinken, es gibt zwei Sprecher in der Sprecherkabine und es gibt auch einen DJ, der da ist und hoffentlich auch ein paar Fans, die unsere Jungs und Mädels in der Jugend anfeuern. Kommen Sie gut heim, trinken Sie noch ein Bier mit unseren Spielern, die jetzt gerade im Huddle sind und wir sehen uns spätestens, allerspätestens im nächsten Jahr hier wieder zum ersten Heimspiel in der Regionalliga. Vielleicht auch woanders, 2024, hier in Biberach. Kommen gut heim, bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.
Jordan Lee.